This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Ja, herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Beschwörungsvideo. Ja, 5 Monate ist es her. Ich habe extra nachgeguckt, dass ich im Covenant-Portal beschworen habe. Eigentlich warte ich immer noch auf Hammer Task. Deshalb werden wir nur, ja, was heißt nur, 30 Münzen raushauen. Ich habe insgesamt 6656, ne? Das würde bedeuten, ich könnte 66 machen. Machen wir nicht. Wir hauen 30 Münzen raus und gucken mal, was dabei passiert. Den Rest will ich mir aufheben. Wie gesagt, für Hammer Task. Das ist mir eigentlich viel wichtiger, aber hier sind schon wieder wirklich gute Helden drinne. Und ja, Lady de Winter würde ich auf jeden Fall nehmen. Green Knight, den neuen Hurricane würde ich auf jeden Fall nehmen. Das ist ein Monster. Mittelschnell auf 3,410%. Zum Vergleich mal eben. Ein langsamer Held macht, ja, gucken wir uns das hier an, 385% auf alle. Der macht auf 3,410%, Alter. Also das ist schon Khufu-Level fast. Khufu macht jetzt noch 450, er soll ja 415 machen. Oder dieser Sneferu, neue lila Season 5 Held, der macht ja auch 415%. Ne? Also das ist ein, man kann sagen, 700er Hit oder so. In der Offensive, würde ich jetzt behaupten. In der Defensive macht ja Aramis schon 780 oder sowas. Und Aramis macht was? 370? 375? Dann können wir mal eben schnell gucken. Nee, natürlich nicht. Ach, da hat schon einer den. Ach, du ahnst es nicht. Ja, okay, da ist Aramis. Ja, 375%. Auf 3. Ja. Okay, gut. Das hatten wir geklärt. Alles klar. Ja, fangen wir so an, wie wir es immer machen. Hauen ein paar Münzen raus. Noch steht das Zeichen nicht gut. Habe ich eigentlich... Jo. Habe ich an. Ich habe das gerade nicht gesehen. Ich musste eben checken, ob alles läuft oder nicht. Na? Ich hoffe natürlich, dass ich... ja, auf der 1 steht Lady de Winter. Auf der 2 Green Knight und auf der 3 Cupido. Ach, hier passiert doch nichts, Alter. Peppermint wollen wir gar nicht, überhaupt gar nicht haben. Nur mal so nebenher. Und Feline brauche ich kein zweites Mal. Einmal reicht. Die hatte ich ja aus dem Soul Exchange. Alter. Wir gehen jetzt noch auf 60 runter. Also so viel Schlechtes, das bedeutet, ich muss jetzt gleich mit der ersten Münze 5 Sterne ziehen. Das wäre natürlich super. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Jedenfalls nicht so. Ja, gucken wir, was passiert. Also wir müssten praktisch auf 36 runter, auf 3600 runter. Ja, das wäre es jetzt auch gewesen, Alter. Wenn das Hurricane gewesen wäre, Junge, Junge. Okay, Knuckles, habe ich nicht. Ist ein neuer. Habe ich natürlich nicht. Ich
Ich gucke mir dann später an, was genau die machen. Also die neuen 3 oder 4 Sterne, was auch immer jetzt hier drin ist. Ich habe mir das nicht angeguckt. Ich habe mir nur die gefeaturten Helden angeguckt. Brünnhilde, okay. Nee, Rot wollen wir nicht sehen. Die Odds sind ja 1,6%, hatte ich mir ja vorher angeguckt, beziehungsweise wusste ich auch schon vorher, dass die relativ hoch sind, aber es sind auch 6 gefeatured. Nee, Bruder Tuck wollen wir nicht sehen. Blau ist ja gar nicht so schlecht. Ist nur der falsche Held. Ich hoffe natürlich, dass was rumkommt, aber ja. Wenn es nicht so ist, dann muss ich das auch so hinnehmen. Hu Tao, nö. Grün. Okay, Numbskull ist auch einer der neuen. Der war ja schon letztes Mal dabei. Habe ich natürlich auch nicht, ne? Ist ja klar. Warte mal, ich wechsle mal. Ich hau mal wieder ein paar Münzen raus. Wir gehen Sonntag auf 50. So, eine noch. Ja, da war. Ja, darauf habe ich doch gewartet. Okay. Ach, gehen wir mal hier hin. Jetzt holen wir hier richtig was raus, ey. Also wie gesagt, Peppermint wollen wir gar nicht haben, ne? Also, ernsthaft. Würde nur vergammeln bei mir. Das hat keinen Zweck. Nein, den wollen wir auch nicht haben. Rot wollen wir nicht sehen, ey. Das ist somit das Schlimmste überhaupt. Sabina. Am besten eigentlich, ja. Und ich sag noch, Rot will ich gar nicht sehen, aber das ist ja, Cupido ist ja Rot. Nur mal so nebenher. Junge, Junge, ey. Gar nicht mehr an den kleinen Jungen gedacht. Oder Mädchen. Greel hab ich. Weiß ich gar nicht, tatsächlich, ob ich den habe. Ich glaube, den habe ich, ja. Ach, Junge. Noch 2 muss ich machen. Strauchbär. So. Dann haben wir jetzt schon 20 durch und noch ist nichts passiert. Meadow haben wir. Das weiß ich. Das war es auch schon. Ja, dann gehen wir mal aufs Russische, ey. Irgendwas muss ja Glück bringen. Nee, so aber nicht. So wollen wir die nicht haben. Ja, so, damit kann ich leben. Na? Ach, Junge, Sumito, ey, dich wollen wir nicht haben. Nein. Brauchen und wollen wir nicht. Wollen wir auch nicht. Ja, das sieht so aus, als ob ich leer ausgehe, tatsächlich. Kailani.
Ja, B-Lied. Wir haben es jetzt verstanden. Nord 3 ist auch nicht das, was wir wollen. Schade, eigentlich war das Portal immer gut zu mir. Aber vielleicht hat es auch vergessen, wer ich bin. Nach 5 Monaten kann man das ja schon mal nicht mehr wissen. Basil, okay. Ja, das ist jetzt natürlich scheiße, ne? Vorletzte Münze. Fiana. Oh, Leute, ich gehe hier leer aus. Das steht schon mal fest. So. Und das war's. Okay. Ja, das war's, Leute. Die Kisten können wir noch aufmachen. Obwohl, shit, Alter, die Kisten mache ich nicht auf. Die spare ich mir für das nächste Mal einfach. Nee, ernsthaft. Dann, weil so habe ich ja noch weniger Platz. Das ist ja dumm. Das sind ja nur Trainerhelden, keine Materialien. Das habe ich jetzt so ein bisschen verpeilt, ey. Würde sagen, wir belassen es dabei. Das ist natürlich jetzt scheiße, ne? Weil ich gar nichts bekommen habe. Und, ja, wo stecke ich die ganzen Helden rein, ne? Bei wie viel bin ich jetzt? Bei 31 Fated Someone? Wir waren bei 1. Ja. 30 Beschwörungen. Ja, falls ich nochmal eine Beschwörung machen sollte in dem Portal, das weiß ich noch nicht. Ich glaube es zwar nicht, aber dann werde ich das natürlich hier hinzufügen. Ansonsten sage ich lieber jetzt schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ja, wir machen nochmal. Wir werfen nochmal 10 Münzen rein. Ich habe mir hier das Angebot gekauft, hier, wie ihr sehen könnt. Bedeutet also, ich könnte 10 Münzen reinwerfen. Und eine 10er machen. Und dann ist auch Schluss. Ob was kommt oder nicht, ist dann egal, ne? Dann habe ich es wenigstens versucht. Ja. Eben war ich ja nicht so lucky. Aber wir werden mal gucken, was jetzt passiert. Ja, fängt schon mal scheiße an. Ah, ja, okay, alles klar. Leute, ich habe das bekommen, was ich wollte. Ich sehe jetzt nicht mehr den Sinn, hier weiterzumachen. Ich hätte mir auch das Angebot sparen können. Manche werden sich jetzt fragen, wieso hast du nicht erst deine Münzen ausgegeben? Nein, ich wollte meine Münzen sparen. Und hab dann gesagt, ja, okay, dann kaufe ich jetzt halt das behinderte Angebot. Ja, was soll ich jetzt sagen? Natürlich, gut, es waren jetzt, ich könnte jetzt weitermachen mit 8 Münzen, Juwelen jetzt sowieso nicht mehr, weil ich habe das bekommen, was ich wollte. Ich könnte jetzt noch weiter so 8 Münzen reinknallen. Ja, weiß auch nicht. Ich glaube, wir können, wegen der Kiste können wir 3 Münzen noch reinwerfen. Das würde noch Sinn machen. 8 Münzen machen jetzt nicht mehr wirklich Sinn. Ja. Wir werden die 3 Münzen reinmachen, dann ist die Kiste voll. Die Kiste werde ich... Ja, das wäre es auch gewesen, Alter. Noch einmal. Die Kiste werde ich dann einsammeln, weil wir werden sie leveln. Würde ich einfach mal behaupten. Okay, jetzt kommt Blau, Alter. So, letzte Münze. Der Rest wird jetzt behalten. Jetzt ist Schluss. Okay, gut. Alles klar. Wir haben 1 5-Sterne rausgeholt aus
35. Ja. 35. Wieso zähle ich eigentlich? Ich kann auch im Fated Summons gucken, ja. 35. 35 Beschwörungen. Ja. Das, hätte ich das gewusst, hätte ich mir dann natürlich das Angebot auch sparen können, ne? So ist es natürlich nicht. Im Nachhinein. Natürlich. Aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich da, überhaupt was bekomme. Nur gehofft. Natürlich nur gehofft. Ja, nice. Ich bin froh, ich bin glücklich. Das ist mein erster Held der Muskeltierfamilie. Ja, ich habe keinen 3 Sterne, keinen 4 Sterne. Und das ist jetzt mein erster Held. Ja, mein erster Held ist 5 Sterne, nice. Ja, falls ihr beschwört, hoffe ich natürlich, dass ihr Glück habt. Oder mehr Glück wie ich. Und ansonsten nochmal danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video.